Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch einen sehr einfachen Weg zeigen, Bilder, Musik, Videos und überhaupt alle möglichen Dateien zu sortieren oder besser gesagt doppelte Dateien zu finden und diese auch gleich zu entfernen, wenn wir diese nicht mehr brauchen, natürlich, einfach um Speicherplatz frei zu machen. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ich will euch eine davon zeigen, beziehungsweise ein kleines Tool, das ja genau das tut und das gut und zuverlässig finde ich. Das Tool ist von PassFab und heißt Duplicate File Deleter. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen und installiert. Wenn wir starten, sieht die Oberfläche hier ziemlich ja, einfach und übersichtlich aus. Einfach auf das Pluszeichen hier klicken, den gewünschten Ordner auswählen, der gescannt werden soll, beziehungsweise das Laufwerk. Wir können auch ja, ganze Laufwerke damit scannen, durchsuchen. Ich mache das jetzt mal hier für den Beispiel, den Ordner Bilder hier einfach mit OK bestätigen, den Scan starten. Und schon geht es los, ja. Das dauert einen kleinen Moment, je nachdem, natürlich, wie viele Dateien, wie groß der Ordner ist, halt, beziehungsweise das Laufwerk. Und wenn das jetzt hier durch ist, genau, dann werden hier die Dateien aufgelistet. Hier haben wir nochmal nach Kategorien, beziehungsweise ja, nach ja, Dateiformaten nochmal hier so schön sortiert oder nach Größe eben. Ja, hier, beziehungsweise wenn wir jetzt hier auf dem Symbol klicken, haben wir nochmal eine Vorschau, ja, wenn wir nicht mehr sicher sind, beziehungsweise nochmal reinschauen wollen, was das war, was das ist. Bevor wir das löschen natürlich. Und nun können wir jetzt einfach ja, entweder einzelne Dateien hier auswählen oder hier automatisch auswählen und schon werden alle doppelten Dateien hier gelöscht. Ja, also ein Exemplar sozusagen, das wird hier behalten und der Rest wird ja, einfach gelöscht. Ich mache das jetzt einfach mal automatisch auswählen, okay. Wir sehen hier ein Gigabyte, okay, Deduplizierung. Einfach draufklicken, jetzt nochmal bestätigen. Wir können hier nochmal nachschauen. Sind Sie sicher? Ja, okay, und schon sind sie gelöscht. Genau, da gibt es auch natürlich wie immer eine Pro-Version und eine kostenfreie. Ja, Download-Link findet ihr bei Interesse unterm Video sowie einen Gutschein, ja, beziehungsweise einen Rabattcode. Da bekommt ihr dann ganze 30% Rabatt, wenn ihr da Interesse habt, das Tool zu kaufen, ja. Und genau, ich hoffe, dass ich weiterhelfen konnte. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Die Glocke nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und eure Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Mal.